take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es ein Pack Opening, die Team of the Group Stage. Promo ist draußen. Ich habe es euch versprochen gestern im Video. Wir haben gestern ja schon Team of the Group Stage im gestrigen Abendvideo gezogen. Aber ich habe euch versprochen, wir werden unter anderem Player Picks, Pack Openings, ein riesen Pack Opening auf jeden Fall machen. Und das wollen wir heute angreifen. Bevor wir reinsteigen ins Video, wisst ihr Bescheid, Support ist kein Mord. Alea war da jetzt eben am Start, der ist als SBC rausgekommen. Lasst uns die 500 Likes für die ganzen Packs heute machen. Weiß ich nicht, vielleicht sogar 100 Packs. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal 60 plus Packs am Start. Und mal gucken, wie viele Sets noch so um die Ecke kommen. Hier jetzt erstmal, wie ihr wunderbar sehen könnt, die 75 plus Player Pick SBC. Und falls ihr natürlich die ein oder anderen Sets oder Player Picks auch aufgespart habt von der Black Friday Promo, lasst mich gerne wissen. Rein runter in die Kommentare schreiben, was habt ihr gezogen? Top oder eher Flop? Oh, hier ist jetzt auf jeden Fall Insigne erstmal am Start. Schön. Walkout neben Chesney, der zweite aus der Serie A. Aber wir wollen es blau funken sehen, Jungs. Und wir haben gestern schon die Rieseneskalation zum Team of the Group Stage Promo besprochen, neben dem fast 20-minütigen Video. Mega geisteskrank nice. Die Packs von mir, die aufgespart waren, wir haben gestern, glaube ich, 3 oder 4 nur geöffnet, die waren schon auch schon geisteskrank. Also, falls ihr das Video verpasst habt, checkt es sehr, sehr gerne ab. Die restlichen Sets, die ich gestern aufgespart hatte, werden wir jetzt heute hier in dem Video öffnen. Und das sind jetzt gerade Player Picks und Packs von einem Community-Account, von einem Twitch-Abonnenten, Community-Mitglied sozusagen, der hier die aufgespart hat. Und auf jeden Fall dahingehend schon mal ein fettes GG. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Dankeschön in die Kommentare. 85er Martinez. Freunde, also er ist ein bisschen auf jeden Fall Serie A-lastig momentan hier unterwegs, was die Picks angeht. SBC-Futter sammelt er auf jeden Fall gut ein. Ginter der Nächste. Ah, come on. Paolo Ottavio. Hier schreibt er, er hat den Hero-Pack Ginola. Letzte Woche Tauschbar-Pack Pelé 95er gezogen. Slavko, GG auf jeden Fall dazu, zu deinem Pack-Luck. Und Konaté nimmt er jetzt hier mit. Ziyech als 84er zumindest noch. Nice. Aber es würde mich wundern, wenn jetzt hier eine 75 plus Player Pick SBC gönnt. Dafür ist das Rating, was nach unten hin halt da ist, einfach zu. Die Fallhöhe zu hoch. Zu hoch einfach. Und last but not least von den Player Picks ein 83er Monain. Genau, da haben wir hinten noch einen, den ersten noch vergessen. Jawohl, oh mein Gott, Lewandowski, Freunde, hat er nicht getan. Oh mein Gott, Freunde der Sonne. Und damit rein in die nächsten Packs. 30 Upgrade Packs, 11 normale sind da jetzt mit dabei. Ihr seht es oben links, 41 Stück. Und während er diese öffnet, können wir doch gerade direkt mal reinschauen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? 400k. 390.000. 4 Sterne. 4 Sterne. Lewandowski. Mit einem plus 2 auf Tempo, plus 2 auf Schuss, plus 2 auf Dribbling. Und damit haben wir schon den Best Pull, was das Rating zumindest angeht, schon mal gemacht. Oh mein Gott. 93er Lewandowski. Den besten der Team of the Group Stage Promo gezogen. Und da gibt es noch einige andere. 86er Vinicius, Thiago Giallo haben wir unter anderem am Start. Ein Sané, wir haben einen Marquinhos 89er, wir haben Cancelo, wir haben Donnarumma als 90er Rating am Start, Salah natürlich und Ronaldo sowieso nicht zu vergessen. Und dann gucken wir mal rein in die nächsten Packs. Ich schneide euch zusammen, let's go. Jetzt hier das Premium Team of the Week Pack, schauen wir da mal rein. Virgil van Dijk, das ist Italien, wen haben wir denn da? Raphael Tolois. Ich glaube, Hector war auch am Start, genau. Und 81er Franzose. So, Freunde, jetzt haben wir hier die 82 plus Upgrade Packs. 30 Stück davon. Es sei denn, es sind auch noch unter anderem andere mit dabei. Ich lasse euch gleich wissen, falls es der Fall ist. Jetzt hier auf jeden Fall erstmal Kramaric und Gosens. 83er, 2 Stück. Und ja, vielleicht das ein oder andere Ligen Upgrade natürlich auch noch mit dabei. Oh, da sind die Big Flammen wieder. Italien, Innenverteidiger. Und es ist ein Chiellini. Gut für die SBC von ihm. Nehmen wir mit. SBC-Futter.
So, also Premier League Packs sind unter anderem auch noch am Start. Upgrade Premier League Packs und wir gucken mal rein ins erste jetzt. Flammen zumindest schon mal. Mexiko-Stürmer Jimenez. Der war in der letzten Promo als Special-Karte da. Und Pulisic. Die nächsten Flammen eben war es Ginter. Hier wird es ein Asensio. Freunde, bis jetzt alles nur SBC-Futter. Wieder ein 84er. Mann, ja, diesmal. Und jetzt haben wir hier noch 16 Packs zu gehen. Komm schon, ey. Gönn doch noch ein Team of the Group Stage. Wir hätten nichts dagegen. Niemand hätte etwas dagegen. Bevor wir reingehen in die nächsten Packs, Zapata jetzt hier am Start. Havertz und Jimenez jetzt hier in so einem 81-Plus-Pack. Hat er aber auch schon als Duplikat. Und jetzt kommen hier die Ligen-Upgrades. Komm hier. Salah. Walkout. Und da sind wir bei dem Trent Alexander-Arnold. Nice. 87er, komm. Zwei hintereinander. Oder ein 85er. Martial. Aber immerhin. Zwei Nicht-Duplikate. Kann er reinpacken in den Verein. Das ist schon mal sehr gut. So, Freunde. Also, das war es jetzt hier zumindest erstmal mit diesen Packs. Am Ende noch hier ein wunderbares Set, aber was auch nicht gegönnt hat, 100k-Set. Und damit rein zu den nächsten. So, Freunde, das waren 61 Sets. Weiter geht es mit 15 weiteren. Ich weiß jetzt nicht, ob es insgesamt bei natürlich den 76 Packs bleibt. Das bleibt es abzuwarten. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, was diese Sets jetzt hier noch gönnen. Unter anderem durch den Ligen SBC Grind. Wie der funktioniert, habe ich euch erklärt. In der Bronze Pack to Glory Serie. Sehr, 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 sehr detailliert. Falls ihr das also wissen wollt, wie das funktioniert. Und bei mir wird es auf jeden Fall jetzt während der Promo natürlich, die Woche ist jetzt da, weiter Packs geben. Ja, und wir schauen jetzt einfach, ob wir nach dem Team of the Group Stage gestern weiter Packluck haben können. Christensen war es gestern. Ja, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Schaut euch dennoch das Video an, falls ihr es noch nicht getan habt. Es lohnt sich, allein wegen meiner Reaction. Und hier nehmen wir auf jeden Fall erstmal Spieler mit. Auch gut. Wir müssen hier theoretisch dann auch mal die Trikots dann irgendwann mal abchecken. Aber ah, die bringen auch schon so gut Coins, ne? Kann man dann eigentlich auch schon gut discarden. Fast 300 Coins für einfach nur ein Trikot. Das ist gut, dass sich das bei EA auf jeden Fall verändert hat. Hier sind die ersten Flammen. Portugal, Linksverteidiger. Und jetzt kommen wir ja langsam auch gut zu guten Sets. 84er Guerrero. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Untrade-Pack, reines Spielerset, immer nice. Brauche ich euch nicht sagen. Die beiden auf die Transferliste. Und dann schauen wir rein. Jumbo Goldpack. Jumbo Premium Goldpack. 7 seltene. Keine Flammen. Schade. Bale nehmen wir mit. Ja, Eric Garcia, 1000 Münzen und der Rest kommt erstmal ab auf die Transferliste. Und wie geht's weiter? Hier jetzt ein 82-Plus-Spieler, 80-Plus, 82-Plus, 81-Plus, garantierte Packs, Freunde, League All und Premier League kommen auch noch, machen wir aber Step-by-Step, 10 Stück noch. Ah, wieder Portugal, keine Flammen. Und ein Ruben Neves, den sieht man so oft. Den sieht man so oft. Also ich habe ihn auf jeden Fall gefühlt schon in den letzten zwei Wochen ungefähr 300 Mal gezogen. Und da sind, jawohl, das ist der Walkout. Na, die Flammen sind nicht gleichzeitig hochgegangen. Deshalb nur ein Castells. Courtois hätte ich sowieso schon gehabt. Insofern bin ich froh. Oh, zwei Belgier. Dass ich ihn nicht diskarden muss. Zwei Belgier, Mertens und Castells, Freunde. Das ist nice. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Und das ist auch jetzt ein League-Pack unter anderem zum Beispiel gewesen. Ja, also dahingehend, der Ligen-SBC-Grind, göttlich. Sehr, sehr nice. Wird auf jeden Fall weitergeben gehen. Natürlich hier jetzt Talisca, der leider nicht den Team of the Week bekommen hat. Weiter geht's wieder mit dem 82+. Garantierten. Komm, 6 Gold, 6 Silber. Flammen leider nur, schade. Ist es tradable oder untrade gewesen? Es war untrade. 84er, hey. Freunde. Sehr, sehr gut. Und Kista haben wir schon. Aber den können wir verkaufen. Zumindest einen davon. Seltenes Elektrospieler-Pack Nummer 2. Flammen. Im England. Linksverteidiger. Und wir sind bei der Maguire und einem Chilwell.
Tradable. Und einem Gomez. Wenn wir das natürlich am Anfang von FIFA gezogen hätten, dann hätten wir jetzt richtig Coins gemacht. Aber ey, Freunde, wieder 284er. Da kannst du halt einfach nichts gegen sagen. Französische erste Liga hier. Zwei Stück sogar, Freunde. Nice. Oh mein Gott. Es ist einfach wirklich einfach ein Traum. Falls ihr da nochmal ein separates Video sehen wollt zu der Ligen-Upgrade-Geschichte oder Ligen-Grind im Allgemeinen, lasst es mich natürlich gerne wissen. Hier jetzt ein Galvez am Start gewesen. So, vier noch zu gehen. Vier noch zu gehen. Premier League, League A, gemischtes An... Warte, was? Gemischtes Anpassungsset? Alles klar. Wusste überhaupt gar nicht, dass das sich hier hinter verbirgt. Aber gut. Nehmen wir mit. Und discarden das gern für die 300 Münzen, sozusagen. Gucken wir rein ins nächste, Freunde. Was machen wir? Komm, wir machen erst das auf. Wir machen erst das auf. EA. Zeig uns nochmal, jawoll! Jawoll! Und da ist der Bernardo. Der nächste Walkout. Sehr, sehr... Oh mein Gott, Freunde. Englische Liga hier am... Ach, du Alarm. Das ist natürlich jetzt Untrade. Komplett egal. Richtig geil. Den dürfen wir tradable haben. Ist auch noch der Fall. Es ist ein Träumchen. Und ihn dürften wir auch tradable haben. Ey. Freunde, Freunde, Freunde. Ihr wisst, was ich morgen 8 Stunden lang machen werde. Vielleicht werde ich sogar streamen. Kommt vorbei bei Twitch. Und jetzt gucken wir in die letzten beiden. League A und 3-Spieler-Pack. Fangen wir an mit dem Premier League 3-Spieler-Pack. Einfach mal gemacht, Freunde. Es war irgendwie ganz viele Duplikate am Start. Gönnt leider nicht. England. Und dann jetzt last but not least. Ina war, glaube ich, auch tradable. Perfekt. Müssen wir nichts discarden. Das 2-League-Ausspieler weg. Und wir haben einiges an Team of the Group Stage-Spieler. Come on. Da ist er am Start, Freunde. 89er Marquinhos. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass dahinter noch Thiago Giallo sein. 85er, dann haben wir 2 Innenverteidiger. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn, Freunde? Wie geil ist das denn, bitte? Ich kann es gerade nicht glauben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe eins gemacht, wegen irgendwelchen Duplikaten. Ich weiß noch ganz genau, es waren noch 2 Minuten dieser SBC da und ich habe einen Spieler kaufen müssen. Fettes GG, hier geht's schon ab im Livestream-Chat, Freunde. GG in die Kommentare. Den Big Pull schlechthin gezogen. Wir haben eben mit dem Big Pull schlechthin Lewandowski angefangen und jetzt hier im letzten 76. Set, Freunde der Sonne. Wir haben einen Ronaldo, 2,6 Millionen. 940 in Salah. Und dann sind wir, dann sind wir schon bei 590k. Wir sind noch bei Thiago Giallo, der auch 600k kostet, 700 Vinicius. Aber das ist geisteskrank. Freunde, den Besten, der kann Wochen und Monate lang in meiner Innenverteidigung drinbleiben und dann haben wir noch ein 85er Team of the Week, als wäre das nicht genug. Was willst du mehr? Freunde, wie geil ist das denn? Was ein Ende dieses Videos. Ich hoffe, dieses Pack-Opening an diesem Wochenende hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ordentlich Liebe da, teilt das Video mit euren Freunden und wir machen jetzt noch das Preview-Pack auf. Gönnt aber leider nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns heute Abend zum frischen neuen SBC-Content wieder. Und damit bis heute Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.